kommt doch auch bestimmt auch wieder hier ins Gelände zurück, nehme ich an. Oh. Okay, das wusste ich jetzt nicht. Das wusste ich so jetzt nicht. Dass wenn der drüber guckt, der mich halt auch einfach hochzieht. War ein bisschen unerwartet. Warum ist er aufmerksam geworden? Müssen wir natürlich noch mal kurz abwarten, was hier passiert. Ja. Er hat sich mal von seinem Posten wegbewegt. Du sollst da nicht hochklettern. Was ist denn dein verdammtes Problem? Oh, das überlebe ich sogar. War halt so einfach überhaupt nicht geplant. Ich habe gedacht, ich sterbe jetzt einfach, damit ich laden kann. Was? Fällt doch überhaupt nicht auf. Haben wir jetzt den Wachwechsel eingeläutet oder ne? Wir haben den Fahrstuhl gerufen. Du hast gar nichts gesehen. Geh weg. Zischer. Leave this place. Wunderbar. Ich frage mich, was die jetzt eigentlich machen. Ein bisschen alle. Geht der jetzt wieder weg oder zieht er hier seine Kreise? Jetzt guckt er wieder bei uns in die Richtung. Das ist natürlich jetzt echt ein bisschen schlecht tatsächlich. Nehmen. Ah! Wie ein Emmünzchen.
jetzt mache ich vielleicht was richtig Doofes. Wenn rauskommt, tue ich wieder, aber vielleicht mache ich jetzt was richtig Doofes. Geht der Typ hier dann auch nochmal weg oder hämmert er die ganze Zeit hier weiter penetrant auf das Teil ein? Wenn ich ganz außen rumlaufe, sieht er mich doch bestimmt hin. Wenn ich im Schatten bleibe? Nicht? Nice. Wir müssen genau in die andere Richtung. Genau, geh mal weg. Ich will hier die Münze mit. Ich will die Münze mitnehmen, verdammt. Die Münze mitnehmen, los. Beweg deinen Pops. Bewege er sich. Ernsthaft. Muss ich ein bisschen aufpassen. Oder halt auch nicht. Not in this part of the prison, but in the high security section. I still got a ways to go. Better get moving. Mechanismus, Wache. Wir müssen in den Hochsicherheitsbereich, das ist okay. Ich stehe in den Spieleinsatz der Wache. Alles klar. Die Frage ist, wir sollen die meiden. Können wir die töten? Wahrscheinlich können wir sie nicht mit einem Messer abwerfen, weil die einen Voll-Eisenhelm tragen. Weil sie so fancy sind. Sind Spanier eindeutig. Wir machen auch gleich mal aus. Es geht. Wunderbar. Haha. Nice. Der Kerker ist besser ausgeleuchtet als die restliche Stadt. Zum Henker. Und die Inquisitoren Angst vor der Dunkelheit.
want the bastard who killed him. All right. Ich nur in Ruhe. Schaut euch nur in Ruhe um. Irgendwann komme ich und bringe euch alle um. Impossible to lay hands on it. That damn creature is really quick. That's ja. Das war eindeutig ein Käfer. Hast du ihn nicht gesehen? Shit! Got to get back on patrol. Waste of time, he's disappeared. Ich werde schon wieder sau still, merke ich. Ich weiß gerade immer noch nicht, was ich sagen soll. That's normal procedure. Yep, the normal procedure asks no questions, so shut it. Ah. Oh Gott, ist ja noch so eine... Ach nee, ist das dieselbe Wache? Wenn der sich jetzt da an den Rand stellt, können wir den runterschuppen. Ich gehe da halt einfach straight weiter. Walls, locks, latches, doors, gates. These humans sure like locking each other up. All this is making me nervous. The stuffy smell. When was the last time I breathed some real air? It was, I don't even remember. Goddamn headache. Warum man sich nicht mehr daran erinnern kann, wenn man das letzte Mal frische Luft geatmet hat, sollte man mal drüber nachdenken.
Ich meine, wenn wir draußen in der Stadt sind, ist es doch mehr oder weniger frische Luft. Ich meine, die Umweltverschmutzung ist ja noch nicht so hoch. Gut, wenn ich mir das Holz hier im Kerker angucke, dann schon, aber... Das ist keine artgerechte Haltung. Schon klar, dass sie hier reingucken würde. Sonst. Weil sie sehen die das halt einfach nicht. Oder haben wir die jetzt schon aufgebraucht gehabt? Wir haben tatsächlich fast gar nichts mehr. Dann gehen wir mal noch eine Etage tiefer. Waren wir gerade schon eine Etage tiefer und ich habe noch nicht gespeichert? Wir waren schon eine Etage tiefer, ich habe noch nicht gespeichert. Okay. Genau, hier ist die nicht die artgerechte Haltung. Jetzt sind wir ja quasi schon auf der Höhe, wo wir hinwollen. Kann ich bis darüber springen? Ja, kann ich. Ey, ich lass dich raus. Was hältst du davon? Mit dir, Kollege? Gespenster, das ist absolut richtig. Lass mal kurz einen Klon hier. Weil ich beide Hebel nochmal ziehen muss. Wo geht's natürlich hoch? Genau so macht man das. Das hat ja ganz gut funktioniert. Rüber auch. Jetzt müsste ich halt quasi nach oben springen. Das ist so nicht machbar. Na gut. Dann würde ich sagen, mache ich hier einen Cut und mach erstmal Feierabend.
Das heißt, ich bedanke mich recht herzlich fürs Zusehen. Vielen Dank dafür. Mal gucken, ob wir das nächste Mal den zweiten Mechanismus auch noch geöffnet kriegen, in den Kerker einbrechen können und unseren Freund befreien können. Man sieht sich, schreibt sich, hört sich später wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Bis dahin und ciao.